Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und wer diesen Kanal schon etwas länger verfolgt, der kennt diese Handyhülle für mein S20 Plus von Chuck Norris, aus Carbon gefertigt, kugelsicher, ultraleicht. Das ist die Pitaka Handyhülle, die ich aktuell einsetze für mein S20 Plus, beziehungsweise auch schon etwas länger. Und was diese Handyhülle jetzt wiederum mit meinem Portemonnaie zu tun hat, das will ich euch gleich nach dem Intro verraten und wir gucken uns heute zusammen ein Produkt von Pitaka an, was aufbaut auf der Handyhülle. Ja, ihr werdet es natürlich erkannt haben, es geht um ein Portemonnaie, was aus dem gleichen Material, sprich Carbon, gefertigt ist, wie die Handyhülle, die ich von Pitaka im Einsatz habe. Denn das ist ja bei Pitaka grundsätzlich so, dass die mit Carbon arbeiten und ihre Produkte größtenteils aus Carbon sind. In dem Fall jetzt geht es tatsächlich hier um die Mac S, Mac Ease, wie auch immer man es ausspricht, Wallet UE. Und die zusätzlichen Erweiterungen, die ich mir noch dazu gekauft habe. Die Produkte sind tatsächlich wieder aus Carbon gefertigt und haben aber noch zwei, drei Features, die ich an der Geldbörse halt super spannend finde. Ihr seht hier, ich habe mir den Money Clip gekauft, ich habe mir die zusätzliche Erweiterung gekauft und ich habe mir das Münzfach noch dazu gekauft. Und all das will ich euch jetzt gleich mal erst im Unboxing und dann in der kurzen Vorstellung einmal zeigen, damit ihr wisst, worum es heute gehen soll. So, dann packen wir das Ganze mal aus und ihr seht hier erstmal das Basisset. Das ist hier mit so einem leichten Magneten befestigt, ist ja irgendwie ganz interessant. Die Verpackung ist aus Pappe und dann erwartet uns hier auf den ersten Blick einmal der Produktkatalog und zwei Karten für die Garantie und wo man sich nochmal bedankt, dass ihr das Produkt gekauft habt. Die haben übrigens auch das Format von Kreditkarten, deswegen werde ich die nachher nochmal weiter benutzen, damit ich euch zeigen kann, wenn ich euch die Details zu dem Produkt zeige, wie das Ganze ausgestaltet ist. So, dann kommt hier die erste Warnung und das hängt damit zusammen, dass die Hülle damit arbeitet, dass ihr über Magneten das Ganze versetzen könnt und verschieben könnt. Das ist ja eine modulare Hülle. Bedeutet natürlich gleichzeitig, dass für Karten mit Magnetstreifen ein separater Schutz nötig ist. Zeige ich euch dann aber später nochmal. Und hier ist das gute Stück dann schon in der Basisausprägung, das heißt mit drei Elementen, die ihr dann entsprechend miteinander verbinden könnt und auch kombinieren könnt. Aber das zeige ich euch, wie gesagt, gleich nochmal im Detail. Packen wir erstmal noch die Zusatzteile aus. Und da haben wir hier einmal den Erweiterungsclip, womit ihr zwei zusätzliche Karten unterbringen könnt. Das ist jetzt von der Anwendung her vielleicht weniger spannend. Das ist eher dann dafür gedacht, wenn ihr sehr viele Karten habt, dass ihr dann zusätzlich noch was unterbringen könnt. Das hier ist der Universalträger, nenne ich ihn mal. Offiziell heißt es das Münzfach. Ihr könnt aber natürlich auch andere Dinge reintun. Das ist das Spannende daran. Und das ist für mich tatsächlich auch in der heutigen Zeit leider noch ganz wichtig. Bargeld braucht man ab und an nochmal. Ich versuche so viel wie möglich zu vermeiden, aber ganz ohne geht es leider auch heute noch nicht. Deswegen hier auch noch der Bargeldclip, passt auch noch eine Karte rein. Ja, und dann legen wir direkt mal los mit dem Grundset. Ich zeige euch erstmal, wie das Prinzip funktioniert. Und ihr seht hier, ihr könnt die einzelnen Elemente dann so ein bisschen auffächern und erweitern. Wie gesagt, könnt ihr das dann mit den zusätzlichen Modulen, die ihr hier nochmal seht. Die zeige ich euch dann gleich im späteren Verlauf nochmal. Bleiben wir aber beim Basisset. Zunächst mal erkläre ich euch mal, hier sind diese verschiedenen Magnete angebracht. Und das ist das Prinzip, wie man diese Handyhülle, sage ich schon, das ist ja keine Handyhülle, sondern ein Portemonnaie natürlich, wie man das Portemonnaie auffächern kann. Und das funktioniert über diese Magneten wirklich super easy, denn sowohl der Anfang, den müsst ihr so ein kleines bisschen überwinden, also das heißt, der erste Magnet, den müsst ihr überwinden, dann rutscht es bis zum nächsten Magneten und bleibt dann wieder hängen. Hier seht ihr es nochmal. Das ist tatsächlich sehr, aus meiner Sicht, sehr schlau gemacht. Unten der dicke Magnet bleibt immer konstant. Und oben die Magneten sorgen dann dafür, dass ihr das Ganze so fächerartig auffächern könnt. Das bleibt auch wirklich stabil, das heißt, es rutscht dann nicht mehr hin und her, sondern es bleibt dann stabil und ihr müsst wieder mit einem leichten Druck das Ganze dann in den Originalzustand zurückversetzen. Aus meiner Sicht super spannend, weil das halt wirklich einwandfrei funktioniert. Also gibt es nichts zu mäkeln, es funktioniert wirklich einwandfrei.
Ja, was passiert dann mit den Karten? Die schiebt ihr dann einfach hier von oben so rein. Ich nehme jetzt mal als Beispiel hier diese Pappkarte. Die ist ein bisschen dünner als eine Kreditkarte, deswegen hält die nicht so super fest. Aber vom Grundsatz her halten die Karten wirklich bombensicher. Also da passiert eigentlich nichts. Plus ist es ja auch noch abgesichert dadurch, dass ihr das Ganze aneinander snappt. Und rausschieben könnt ihr die dann halt einfach über diese relativ einfache und komfortable Bewegung, sodass ihr dann, wenn ihr das Ganze aufgefächert habt, auch schnell an eure Karten drankommt. Denn, vorhin schon erwähnt, das Ganze hat auch einen RFID-Schutz. Bedeutet also, ihr könnt die Karte nicht einfach so oder euer Portemonnaie nicht einfach so irgendwo dran halten, sondern ihr müsst die Karte ein bisschen rausziehen, weil ansonsten der Schutz natürlich greift. Ja, das mittlere Element hält dann noch zwei Karten. Das habe ich jetzt gerade so ein bisschen schneller übersprungen. Und das Endelement, da wird es dann wiederum ein bisschen spannend. Denn wir haben ja vorhin gesehen, dass durch die Magnete natürlich das Ganze gefährdet ist für Karten, die noch einen Magnetstreifen haben. Das werden immer weniger, aber zum Beispiel in Deutschland, Bankkarten haben aus meiner Sicht auch die neueren Karten, die ihr bekommt, immer noch einen Magnetstreifen. Und den dürft ihr natürlich, oder Karten mit diesem Magnetstreifen dürft ihr halt eben nicht in die normalen Fächer tun, sondern müsst dafür diese zwei separat abgesicherten Fächer verwenden. Das ist dem Magnetismus in dieser Konstruktion geschuldet. Bedeutet, hier müsst ihr wirklich aufpassen. Ich habe es jetzt, bei mir ist es noch nicht passiert, aber man liest im Internet durchaus, dass an der einen oder anderen Stelle mal eine Karte entmagnetisiert wurde. Deswegen benutzt für die Magnetkarten unbedingt diesen separat abgesicherten Bereich. Zwei Karten passen rein. Ich weiß nicht, ob ihr mehr habt. Ja, wenn ihr mehr habt, dann müsst ihr euch natürlich was überlegen. Für mich ist es jetzt kein Problem gewesen, weil ich einfach nur eine EC-Karte noch habe, die da entsprechend mit dem Magnetstreifen ausgestattet ist. Und die kann ich dann hier einfach in dieses Sicherheitsfach einfügen und damit sind die auch geschützt vor dem Magnetismus aus den umliegenden Fächern. Hier passt dann noch eine separate Karte drauf, sodass ihr in dem Basisset insgesamt drei Karten im letzten Teil, im mittleren Teil nochmal zwei und im ersten Teil auch nochmal eine Karte. Insgesamt drei Karten passen in dieses Basisset rein. Und das Ganze könnt ihr dann natürlich noch erweitern. Zwei davon sind, wie gerade eben schon erwähnt, durch diesen Magnetismus geschützt. Also insofern Führerschein und so weiter und so fort. Das braucht ja logischerweise nicht in diesen geschützten Bereich. Aber Bankkarte oder Kreditkarte gegebenenfalls mit Magnetstreifen, die muss in den geschützten Bereich. Ja, der Erweiterungslayer ist nichts anderes als der, den ihr auch schon im Basisset gerade gesehen habt. Zwei Karten passen rein. Das heißt, mit einem Erweiterungslayer könnt ihr zwei zusätzliche Karten in eure Mac Wallet einfügen. Das entspricht vom Grundprinzip her genau dem, was ihr gerade schon gesehen habt im Basisset. Da ist auch nichts Besonderes dran oder sowas. Das ist einfach nur eine Erweiterung, um zusätzliche Karten aufnehmen zu können. Ihr seht hier, das ist auch exakt das gleiche Produkt. Und auch da gilt wieder das Gleiche, was schon im Grundträger gilt. Karte von oben reinschieben und dann, wenn ihr das Ganze verwenden wollt, entsprechend einfach nach oben rausschieben und dann könnt ihr die Karte auch dran halten oder rausziehen, wie auch immer ihr das handhaben möchtet. Funktioniert alles einwandfrei und auch hier mit den Magneten lässt sich das hervorragend auffächern. Also der Erweiterungsträger ist tatsächlich nur, wenn ihr dann auf acht Karten in Ergänzung zum Basisset erweitern möchtet. Ja, interessanter wird es dann tatsächlich bei dem Geldscheinclip oder der Geldklammer oder wie auch immer ihr es nennen möchtet. An vielen Stellen könnt ihr ja heute schon bargeldlos bezahlen, aber eben nicht überall. Und deswegen habe ich auch immer noch zwei, drei Scheine in meinem Portemonnaie drin. In diesem Geldclip könnt ihr neben dem Scheinen natürlich auch eine Karte unterbringen. Das heißt, die könnt ihr dann hier so von hinten rausschieben. Ihr gewinnt also einen zusätzlichen Kartenplatz. Plus zusätzlich könnt ihr logischerweise dann auch den Geldschein in diese Klammer einsetzen. Wie ihr den Geldschein faltet, da gibt es mannigfaltige Möglichkeiten. Ich habe den jetzt hier einfach mal so gefaltet, damit er dann auch gut dahinter passt. Da passen auch mehrere rein, braucht ihr euch keine Gedanken machen. Ihr könnt den auch anders falten, wie ihr wollt. Das ist am Ende euch überlassen. Müsst ihr so ein bisschen gucken, wie ihr am besten damit umgehen könnt. Was natürlich wichtig ist, und das sei an der Stelle erwähnt, dass, und ihr merkt hier, das geht nicht weiter auf. Das liegt daran, dass wir jetzt keine Karte in dem linken Träger haben. Ihr müsst also gucken, dass ihr in dem linken Träger dann auch eine Karte habt, damit das Ganze auch vernünftig über den Geldschein drüber rutscht und nicht hängen bleibt, so wie ihr das jetzt gerade hier bei mir gesehen habt. Ihr seht hier, ne, das ist passiert auch hier wieder, selbst wenn der Geldschein so hinter der Klammer ist. Also insofern packt da unbedingt hier in den vorderen Bereich eine Karte rein, sonst bleibt es halt da an dieser einen Stelle hängen. Ich mache das jetzt hier mal, damit man sieht, dass es dann auch besser funktioniert. Sorry, falsche Richtung, so rum muss es rein.
Und wenn die dann drin ist, dann ist dieser Widerstand nämlich weg und dann könnt ihr das Ganze auch wunderbar aufschieben und so an euren Geldschein herankommen oder halt eben auch an die Karte, die ihr dahinter packen könnt, aber natürlich nicht müsst. Ihr könnt auch nur einen Geldschein reinpacken. Das ist dann ganz euch überlassen, wie ihr das, die Geldklammer verwenden möchtet. Ja, und für diejenigen, die dann auch zusätzlich noch in Form von Bargeld Münzgeld dabei haben möchten, gibt es dann dieses Fach hier noch. Ich weiß gar nicht, ich glaube, es nennt sich offiziell Münzfach, aber es gehen natürlich auch ganz viele andere Sachen rein. Es ist einfach ein kleines Fach, wo ihr neben Münzen auch zum Beispiel einen Schlüssel reinpacken könnt oder hier so einen Einkaufswagenchip oder was auch immer, eine Speicherkarte ist, glaube ich, auf der Originalabbildung auf der Website zu sehen. Also das ist wirklich universell einsetzbar und ihr braucht euch keine Gedanken machen, dass es rausfällt, denn dadurch, dass ihr es hier so abgesichert habt, kann es natürlich nicht rausfallen, weil es einfach mit abgedeckt ist. Und dann könnt ihr es einfach so zur Seite schütten und dann entsprechend das Bargeld, den Schlüssel oder was auch immer ihr drin habt, entnehmen. Sortiert bleibt es natürlich in dem Fach nicht. Das Fach ist ein großes Fach. Das heißt, wenn ihr es benutzt und verwendet, dann fallen die Dinge so ein bisschen durcheinander. Das muss man halt einfach wissen. Ne? Das ist halt nicht so irgendwie noch sortiert oder sowas. Und ihr müsst gucken, dass ihr das Ganze auch ein bisschen auffüllt, denn wenn ihr nur eine Münze drin habt, dann klappert es so ein kleines bisschen, weil natürlich die Münze dann innerhalb des Faches von links nach rechts und so weiter und so fort wandert. Ja, und damit sind wir tatsächlich auch schon bei meiner persönlichen Meinung zur Pitaka Mac Wallet UI und den Erweiterungen angekommen. Insgesamt muss man sagen, das Produkt ist von der Qualität her wirklich absolut hervorragend. Also dieses Carbon fühlt sich wirklich super an und sieht aus meiner Sicht auch wirklich super aus. Diese Fächersystematik, die ihr hier nochmal seht, die ist, also ich finde es tatsächlich genial. Jetzt muss jeder für sich selber entscheiden, ob er das mag oder nicht, aber von der Bedienbarkeit oder von der Nutzbarkeit her ist das wirklich absolut super, vor allen Dingen, weil es mit einer Hand wirklich relativ einfach aufzuschieben ist. Ein bisschen größer als hier in meinem Fall meine alte Geldbörse ist das Ganze. Dafür habt ihr natürlich noch den RFID-Schutz mit dabei. Ne? Und in der kompletten Größe, so wie ich sie hier euch jetzt zeige, wird sie wahrscheinlich auch niemand benutzen, weil dann könnt ihr so viele Karten unterbringen oder zumindest ganz wenige Leute werden es wahrscheinlich benutzen. Da könnt ihr nämlich so viele Karten unterbringen, die wahrscheinlich kein Mensch auf der Welt besitzt. Insofern ist die Dicke hier natürlich die Maximalausprägung. Ihr könnt es natürlich noch dicker machen, wenn ihr noch mehr Elemente reinpackt. Aber ich finde halt auch die bisherigen Elemente, die ich hier verwendet habe, bis auf die Erweiterung, die brauche ich, glaube ich, tatsächlich nicht. Da muss ich nochmal gucken, was ich damit mache. Aber die anderen Elemente sind aus meiner Sicht gut gewählt und auch wirklich passen gut in dieses Konzept rein. Gerade wenn man hier nochmal die Möglichkeit hat, auch Karten mit Magnetstreifen abzulegen, die ja bedingt durch diesen Magnetismus da etwas gefährdet sind, finde ich das eine super Sache. Die Erweiterungen, die dann noch mit dabei sind, insbesondere auch für die Geldscheine, die sind aus meiner Sicht auch wohl gewählt. Den werde ich auf jeden Fall auch behalten und mit reinpacken. Wie gesagt, das Einzige, wo ich gerade noch überlege, ist die Erweiterung, weil so viele Karten habe ich gar nicht. Dann wird es noch ein bisschen dünner. Und vielleicht brauche ich auch das zusätzliche Element aus dem Basis-Set nicht unbedingt. Wenn man da mal so ein realistisches Set aufstellt, so wie das jetzt hier, dann ist das auch nicht viel dicker als ein normales Portemonnaie mit einer entsprechenden Anzahl von Karten und auch mit einer entsprechenden Anzahl von Geldscheinen. Seht ihr hier nochmal, das tut sich jetzt nicht so viel. Das Ganze fühlt sich aber auch wirklich, also ich muss sagen, dieses Gefühl, wenn ihr das anfasst, ist einfach wirklich super cool, weil das mit dem Carbon wirklich hervorragend passt. Und das hier wäre jetzt tatsächlich so mein Setup. Ihr seht, relativ kompakt, relativ klein, passen alle meine Karten rein plus Geldscheine. Ich glaube, das wird nachher mein Setup sein. Mal gucken, ob ich das Münzfach werde ich wahrscheinlich auch noch behalten, weil das braucht man ja ab und an schon mal. Diese Erweiterung muss ich noch mal gucken, ob ich die vielleicht nicht benötige. Aber dieses Setup hier, da habt ihr, glaube ich, wirklich ein tolles Set. Das kostet natürlich ein paar Euro, das muss ich an der Stelle auch nochmal sagen. Klar, es ist komplett aus Carbon, das muss man auch wissen. Hat einen RFID-Schutz, bietet also ein paar Features, die wirklich toll sind, ist aber nicht ganz preisgünstig. Aber ihr könnt es ja einfach mal ausprobieren und ihr werdet merken, dass die Haptik wirklich so toll ist, dass es, glaube ich, seinen Preis auf jeden Fall wert ist. Verarbeitung und so weiter und so fort, wirklich alles absolut top. Wenn ihr noch Fragen dazu habt, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich versuche alles zu beantworten, was ich kann. Sehr viele Fragen kann es dazu eigentlich nicht geben, aber wenn doch was da ist, dann meldet euch gerne. Ich hoffe, das Video hat euch ein kleines bisschen gefallen und in diesem Sinne bleibt mir wie immer am Ende nichts anderes zu sagen als Alexa, Kamera aus. Okay.